Bin davon aus, mal gucken, ob Rostock jemanden des Besseren belehrt. Technischer Fehler und damit behält Sven recht. 25 Minuten sind um 17:06 Halbzeitstand zwischen Grünwald Schwerin und dem SV Nordwest Rostock. Zweiten Halbzeit habe ich wieder den Experten Sven für Siebener zuständig. Und der erste Pfostentreffer und der Nachwurf. Dann sicher drin von Edda Steininger. Der erste Treffer in der Halbzeit. Nummer 2. 18:6. Ja, das ist kein Durchkommen. Auch da wieder kein wirkliches Durchkommen. Für die Rostocker, der hier Sperrenversteher gibt. Gut. Jetzt mal hochgestiegen, Pfostentreffer für Rostock. Und die Frage an Sven: Gibt es eigentlich einen Schuss für dich, wo du sagst, das möchtest du eigentlich unbedingt oder gerne? Ich denke mal, auf jeden Fall ist das Spiel Grün-Weiß, Erstraummannschaft gegen Franke und auch gegen Friedenau. Das sind, denke ich mal, so diese Saison auf jeden Fall für mich am interessantesten erscheinen. Natürlich auch der Pokalkracher gegen BVB Dortmund am 8. Januar. Und jetzt erstmal sind wir dran. Auf jeden Fall, ich würde sagen links. Ja, rechts unten drin. Der Ball, der fünfte Treffer von Julia Guse zum 19:6. Ich glaube, das klappt besser, wenn Steffen an meiner Seite ist, dann bin ich genauer. Fuß, nicht so entschieden. Den Angriff nochmal aufbauen. Aber es ist ja mit zwei in der Kleingruppe zu spielen. Wir müssen das Spielfeld etwas breiter machen. Die Abwehr auseinanderziehen und dann bekommen die wirklich Gefahr in den Angriff. Und ich schleppe sie aber wach wieder. Vollhalten von Lisa Marie Rhein. Und gut durchgesetzt, schöner Treffer von Julia Guse. Sechster bereits in diesem Spiel, 20:6. Und wenn das mal so ein Spiel mal im Ausland aufnehmen? Ich denke mal, das wäre auf jeden Fall was ganz Interessantes. Da ist auch was in Planung. Genaueres wird nicht verraten. Ja, für mich wäre das sehr spannend. Wir haben ja nun auch schon ausländische Spieler gehabt jetzt beim Volleyball, wo ich mal die Möglichkeit hatte, ein englisches Interview zu führen. Was dann auch schon ein erstes reporterisches Erlebnis ist. Und jetzt schauen wir erstmal auf die Spielsituation. Da hat sie sich nicht getraut hochzusteigen, gibt den Ball leicht weg und dann kommt er von Nordwest Rostock. Vielleicht zum ersten Treffer in dieser ersten Halbzeit, aber Kritiker hat aufgepasst. Fuß. Freiwurf für Schwerin. Ja, mir scheint, Nordwest Rostock ist noch ein wenig in der Kabine geblieben. Also körperlich sind sie anwesend, aber viel mehr scheint noch nicht da zu sein. Mir scheint die Mannschaft von Nordwest Rostock noch in der Kabine zu sein. Ich meine, körperlich sind sie anwesend auf der Platte, aber mehr auch noch nicht, oder? Ja, außer der Torwart, der scheint eigentlich bis jetzt eine ganz gute Leistung gebracht zu haben. Ja, der Rest der Mannschaft, ja, die scheinen wohl mit ihrem Kampfgeist noch ein bisschen in der Kabine rumzulungern. Ja, der Angriff war übertreten, deswegen abgepfiffen und Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin, die deutlich besser aus der Halbzeit gekommen sind und auch hier jetzt das Tor machen. Sarah Liebig. Wieder der Konterangriff, Kitty Krölle.
mit dem vierten Treffer. Gibt es eigentlich, du zeichnest ja nur öfter Spieler auf, von Grünwald Schwerin, auch von den Jugenden. Gibt es Spielerinnen, die du kennst, oder gibt es viele Spielerinnen, die du allein vom Gesicht erkennen würdest? Also gerade bei den Frauenmannschaften kennt man die meisten mittlerweile, weil wir die auch schon am längsten mit betreuen. Bei den Jüngeren sicherlich auch so ein, zwei, die einem namentlich was sagen, die auch sich sehr ins Rampenlicht hier, sage ich mal so, auf der Platte stellen. Die erkennt man denn schon mittlerweile. Und da hat sie sich schön durchgesetzt im 1 gegen 1, dieser Bruse. Treffer Nummer 4 in diesem Spiel, 22 zu 7. Und auf der Gegenseite sehen wir dasselbe Schema von Luisa Hacker, setzt sich da auch durchschaltet, aber an der Torhüterin. Und der Treffer von Julia Guse. Muss man eigentlich als Elternteil große Aufbauarbeit leisten nach so einem Spiel, wenn man dann hoch zurückliegt und verliert? Aufbauarbeit, ja. Nein, ich denke mal, das ist einfach so, dass die Eltern sich selber aufbauen müssen, damit sie jedes Mal noch zu einem Spiel fahren bei so einem Spielstand. Das letzte Spiel war, glaube ich, mit 40 zu 8 oder so verloren. Das ist auch immer wieder eine Motivation, die Eltern, glaube ich, selber für sich bringen müssten. Ja, jetzt haben wir erstmal 7 Meter für Nordwest Rostock. Sven? Ich tippe auf rechts. Ja, links, halb hoch, aber Tor. Durch die Nummer 14, Maxi Bölter. Ja, Kai, also ich würde sagen, ich tippe was und der Gegenteil tritt ein. Ja, bisher scheint das so. Aber ich habe da noch eine Motivation für unsere Rostocker Eltern. 8 Tore habt ihr schon einmal. So viel mit dem letzten Spiel. Also es scheint ein wenig mehr zu werden als beim letzten Mal. Ja, das ist hier die Voraussetzung. Das ist die Aufgabenstellung, die wir uns gestellt haben, hier eine bessere Leistung abzuliefern als beim letzten Mal. Ja, indessen haben wir da eine Verletzung auf grün-weißer Seite. Kitty Krölle. Aber es geht weiter. Für Kitty und der Ball von außen. Gehalten der Ball. Für Michelle Blatt. Und jetzt 2 Minuten. Gegen Alexandra. Und 7 Meter, Sven? Ich würde sagen links. Links gehalten. Jawohl. Es war rechts und gehalten. Es war rechts und gehalten. Der Punkt geht ganz klar an Nordwest Rostock. Aber ich würde sagen, ich bleibe meiner Linie treu. Ja. Also, kannst du mir mal 43 Lottozahlen sagen, damit ich losgehen kann zum Tippen? Das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich spiele selbst kein Lotto. Ich dachte, wenn das Gegenteil eintritt, dann bleiben die 6 ja nur übrig. Gut, jetzt aber erstmal 7 Meter und wir haben wieder Sven, unseren Experten. Und der geht rein. Links. Oh. Und der links geht nicht rein, der Punkt geht an unseren Kameramann. Es bleibt beim 23 zu 8. Ich meinte natürlich vom Torwart, ne? Und der war drinnen, der Ball. Sarah Liebig mit dem Treffer. Zum 24 zu 8. Und jetzt sehen wir hier eine Manndeckung gespielt von Grünwald Schwerin. Nicht, weil es nötig wäre, sondern auch einfach zum Probieren. Man hat ja die Möglichkeit, es kann ja nicht so viel schief gehen. Es steht 24 zu 8 und alle Spielsituationen
sollen geübt sein. Man darf es ja nicht vergessen, der Jugendbereich ist ja hauptsächlich zur Ausbildung da. Kitty Krolle mit ihrem 5. Treffer in diesem Spiel. Spielzug angezeigt. Die 2. Wollen wir mal gucken, was das bedeutet. Wir haben der Halbe geht an den Kreis. Kriegt den Ball wieder. 7 Meter von hinten geschubst und da dürfte es 2 Minuten hinterher geben. Genau die gibt es. Charlotte Weber. Erste Auffälligkeit, 2 Minuten. 7 Meter. Links. Links. Rechts. Ja. Und drin. Julia Guse. Ja. 26 zu 8. Ja. Und der Treffer. Für Rostock, Alexandra Kung. Und auf der Gegenseite Sarah Liebig. Und ich denke, das kann man als positiv werten an die Rostocker Adresse. Wir haben noch fast 14 Minuten zu spielen, Vorgabe erfüllt. Der Ball ist weg. Ballbesitz für Nordwest-Rostock. Und er war auch gut gehalten von Michel Blatt. Und mal eine Frage an Sven, als unser guter Kameramann. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Kameramann zu werden? Ja, eigentlich mehr Fotograf, aber einer muss das ja auch machen, ne? Und jetzt der Konter für Grün-Weiß-Sparren. Und er war natürlich übertreten, auch wenn der Ball dann drin ist. Da kann sie so nicht mehr hingehen. Ja, wie hast du das gelernt, so Kamera führen? Ist das ja nicht ganz so einfach. Man bringt sich das alles mit der Zeit selber bei, würde ich sagen. Also wir haben alle angefangen hier zu lernen und wir haben ja alle gleichzeitig angefangen, größtenteils diese Spiele auszuarbeiten und zu gucken, wie macht man es am besten. Klar schleichen sich immer noch Fehler ein, aber mittlerweile, denke ich mal, funktioniert das einigermaßen. Das ist eigentlich alles, was man sich selbst angeeignet hat. Man guckt sich die Spiele im Nachhinein nochmal an, wo kann man nochmal nachbessern. Und das ist bis jetzt raus geworden. Ja, ich denke, da ist doch was ganz Gutes draus geworden. Kitty Krolle wird da kurz noch gehalten. Aber vor allen Dingen wurde der Ball gehalten von Michael Blatt. Und so bleibt es beim 27:9. Jetzt Überzahlsituation. Die Spielerin aus Rostock lag nur noch an der Seite, war noch nicht zurückgeeilt.